Yes, let's game your play -tort. Thank you. Ja, so oder so ähnlich hat das anscheinend in den letzten Monaten ausgesehen. Ähm, vorneweg, ich bin weder gestorben, noch bin ich entführt worden, noch irgendetwas. Also es gab ja anscheinend eine Menge Missverständnisse, was eventuell damit zusammenhängt, dass ich plötzlich verschwunden bin und auch kein Lebenszeichen von mir gegeben habe. Wer weiß, wer weiß, vielleicht könnte das so sein. Ja, und ähm... Wie ich zu diesem Video gekommen bin, ist eigentlich relativ zufällig. Also ich hab ich habe auch komplett zufällig, was weiß ich, Schicksal, wie auch immer, habe ich auf Zeronix Kanal geschaut und habe ich dieses Video gesehen vor ein paar Tagen mit dem Titel äh, ist Let's Gamer Play tot. Und da dachte ich mir, hey, was ist denn das für ein Quatsch? wen, wen interessiert das denn jetzt noch nach den, nach dem Jahr und vier Monaten, die es jetzt, glaube ich, sind oder so. Also da war ich echt ein bisschen verwundert und ähm ich mir das angeschaut und überlegt, ja, was weiß ich. Dann, ähm, ja, dann habe ich mir eigentlich überlegt, könnte ich jetzt vielleicht das Video machen mit der Erklärung, also besser spät als nie. Und äh, ja, hier sind wir, glaube ich. Ja, eigentlich jetzt zu der Begründung, warum so lange nichts kam weil das hat ja anscheinend doch mehr Leute interessiert, als ich vermutet habe. Ich dachte, die Leute hätten dann einfach gedacht, jo, okay, es scheint einfach nichts mehr zu machen. Schaue ich jetzt einfach die 100.000 anderen YouTuber. Ähm ja, aber um auch mal die Verwirrung hier aufzuklären. Also, ähm, vorneweg, was war denn los? Also ich habe eigentlich ab dem Zeitpunkt, also dem 28. November war es jetzt, glaube ich... 2013 äh, aufgehört, eigentlich mit YouTube allgemein, mit Minecraft und habe mich da eigentlich äh, zurückgezogen. Also ich habe in dem Falle gesagt mir, oder ich habe mir selber halt gedacht, ähm, dass ich das ablege und dass mir das äh, ein bisschen viel war insgesamt. Beziehungsweise, in, ja, viel, erkläre ich auch gleich nochmal. Also ich habe eigentlich aufgehört auch mit Minecraft spielen insgesamt, weil mir Minecraft dann inzwischen auch ziemlich satt war. Ich habe das ja insgesamt. Ich habe ja YouTube, habe ich ja seit zwei Jahren dann gemacht schon und das war auch eine relativ lange Zeit. Ich habe auch mehr Zeit insgesamt investiert, als mir eigentlich lieb wäre oder als ich zugeben würde. Und ähm, es lag ja auch ein großer Fokus meines Alltags darauf. Also ich habe ja nicht viel in meiner Freizeit damit beschäftigt, habe da irgendwie alles Mögliche gemacht, was natürlich nicht nur YouTube war, aber halt auch mit Minecraft an sich beschäftigt. Ja, also das hat sich, da hat sich ganz viel drum gedreht, sage ich mal und ähm, irgendwann hatte ich es dann wahrscheinlich auch einfach zu satt, dass ich es nicht mehr so richtig spielen konnte, weil ich habe auch sehr viel verschiedenes gespielt gehabt in der Zeit. Ich habe ja auch viel mit der Entwicklung mitbekommen, sage ich mal. Und da hat sich für mich persönlich äh, relativ wenig Neues geboten. Das heißt, ich konnte dann einfach irgendwann nicht mehr sagen, ja, ich hätte jetzt eigentlich riesig Bock das zu machen oder so. Das äh, Gefühl hatte ich dann auch leider nicht mehr. Und ähm, ja, an sich zu den Videos, die ich dann gemacht hatte, das lag ja auch, ähm, das hat ja auch damit dann natürlich zu tun gehabt. Ich hatte ja immer solche informierenden Videos, bzw. erklärenden Videos, oder einige behaupten dann immer, dass das so qualitativere Videos gewesen wären, ähm, die man halt, wo man halt weniger gleich drauf losspricht und dann irgendwie im Nachhinein ein bisschen was macht oder so. Die hatten dann halt nicht so den Unterhaltungsfaktor, ähm, und ich hatte mir halt mit diesen informierenden Videos so eine Nische gebildet. Also ich hatte halt einfach ähm, so einen gewissen Anspruch, was ich machen wollte. Und solche Videos habe ich halt in die Richtung gemacht. Und die Nische war dann. Das war halt, glaube ich, auch keine so große Nische. Das war, ähm, also die, die Leute oder die Anzahl der Leute, die das interessiert hat, war dann halt. Schien mir auch nicht so riesig. Und auch die Nachfrage danach ist, glaube ich, gesunken. Also, ich habe halt nicht mehr den Fortschritt gemerkt, dass dann die Leute immer noch kamen und gesagt haben, hey, wir brauchen jetzt 10.000 Let's Play-Videos Let's Play von der Welt da oder so, was weiß ich. Ähm, das war zum Beispiel mein persönlicher Eindruck dann einfach auch. Und ich konnte mir auch selber nichts mehr so wirklich überlegen, was mich selber auch noch angesprochen hätte, äh, zu produzieren und auch, was Zuschauer angesprochen hätte. Also. Wir hatten ja zum Beispiel zuletzt das Megaprojekt, was ja auch wirklich sehr cool war. Also das hat mir echt noch richtig gut gefallen. Da hatte ich auch vor allem noch bis zur Mitte, oder was weiß ich, also das Ende war dann schon abflachend, sage ich mal. Aber ähm, davor hatte ich auch richtig viel Motivation und richtig viel zu tun und so. Das heißt, da hatte ich auch ähm, was gefunden, was ich machen konnte. Also das hat natürlich meinem, meinem Kanal und meinem Stil auch sehr entsprochen, behaupte ich mal aber die Sache war natürlich auch die, dass das nicht äh, meine persönliche Idee war. Das heißt, ich bin ja nur da dazu getreten. Das heißt, jemand anders hat sich das überlegt gehabt und ähm, ich konnte dann dazu beitreten und hatte dann ähm, konnte dann halt sozusagen mit dran profitieren, dass jemand halt diese coole Idee hat und das so äh, aufgebaut hat. Also das hat auch äh, riesig Spaß gemacht aus meiner Sicht. Aber persönlich ähm, wäre ich oder denke ich nicht, dass ich dann noch mal so eine gute Idee gehabt hätte oder mir ist auch nichts eingefallen, was man so gemacht hätte. Aber wenn ich was Cooles gefunden hätte, hätte ich bestimmt weitergemacht, denke ich mal. Also dann dann wäre auch die Motivation noch standhaft geblieben und so. Ähm, ja, dann noch was relativ wichtig war auch. Das hat auch damit zu tun, dass ich ja mich auch sehr lange damit beschäftigt habe mit Minecraft. Also über die zwei Jahre, die ich alleine nur YouTube gemacht habe und davor habe ich auch schon was gespielt gehabt, dass das auch ...sich, glaube ich, auch ein bisschen... ...ja, sagen wir, auf meine Nerven ausgewirkt hat oder so. Also ich habe ja auch... Ähm, ...ich habe das ja immer mit, mitgeführt... ...immer hier drüber nachgedacht... ...und so auch immer in der Schule. Und am Nachmittag habe ich mich auch damit... ...die ganze Zeit beschäftigt. Und das hat mich ja im Alltag stark beeinflusst. Und ich habe das auch nicht so einfach an der Haustür abgelegt... ...und dann gesagt, naja, hm... ...ja, und dann komme ich zurück... ...und dann mache ich dann mal eine Stunde das... ...und dann äh, beschäftige ich mich, mich wieder mit das anderen Also das hat... Ähm, sozusagen geistig ein bisschen äh hat auch relativ viel eingenommen von von der Kapazität kann man sagen und ähm ich glaube das war dann auch irgendwann auch genug dann habe ich mich auch genug damit beschäftigt und wie also mir kam es dann persönlich so vor dass ich dann auch zu viel hatte davon also ähm zum Thema übermäßig ne? also dass es zu viel war einfach und ähm Daraus kam eigentlich auch dann die Entscheidung, dass ich das einfach ablege. Ich hatte ja zwischendurch diese Anläufe, wo ich gesagt habe, ja, ich mache jetzt wieder Videos und so regelmäßig, aber die konnte ich nicht so wirklich einhalten. Und ich habe dann auch diese Verantwortung praktisch abgelegt. Also ich hatte ja diese Verantwortung gegenüber den Zuschauern, dass ich, keine Ahnung, jede Woche mal ein Video bringe, oder was? Keine Ahnung, also ich kann mich da auch nicht mehr erinnern, wie ich da die Pläne hatte. Aber diese persönliche Verantwortung gegenüber den Zuschauern habe ich dann abgelegt und ähm, die Ansprüche auch immer dieses irgendwelchen Standards zu entsprechen und sowas ja also man wenn man weniger Verantwortung in die Richtung hat dann habe ich auch gemerkt dass ich dann viel entspannter war also ich konnte einfach ja ich habe zum einen mehr Zeit gehabt also ich konnte mehr mit Freunden zum Beispiel machen ich bin hab, bin in der Schule auch äh, besser geworden also auch wahrscheinlich durch einen klareren Kopf oder so und ähm, hat mich allgemein weniger gezwungen gefühlt irgendwas zu machen und ähm, ja also vor allem dieses das Minecraft-Spielen das war darauf war ja auch mein Kanal ausgelegt es haben ja auch einige gesagt gehabt ja du könntest auch ein anderes Spiel spielen und das Let's Playen aber das hätte bei mir einfach nicht funktioniert weil mein Kanal sich ja auch einfach um Minecraft gedreht hat also das ging ja auch einfach nur darum und äh, ich habe auch diese Nische erwähnt das heißt ich hatte schon mein bereich den ich abgedeckt habe und wenn ich da ausgebrochen wäre hätte ich ja erst äh, neue leute sammeln müssen die sich dafür überhaupt interessiert hätten ja. das heißt ähm, die zuschauer ja wie nennt man das denn also die zuschauer werden da glaube ich nicht einfach auf den nächsten zug gesprungen den ich da gefahren hätte was weiß ich also das war in dem fall auch nicht möglich das heißt ich habe mich da einfach zurückgezogen und dann einfach sozusagen äh, auf pause gedrückt und mir einfach gedacht ich ich beschäftige mich damit nicht, also ich habe ja auch äh, auf den Kanal bin ich oder mit dem Account bin ich nicht mehr online gegangen und habe auch keine Kommentare beantwortet und so, hab das einfach abgelegt und konnte dann einfach ja flexibler mich entscheiden und einfach einfach auch ein bisschen freier so im Kopf sein. Das heißt, ähm, ja, es hat sich glaube ich für mich auch in der Zeit auf jeden Fall auch positiv ausgewirkt. Ja, ich sage jetzt nicht, dass man als YouTuber immer irgendwie ähm, komplett gereizt ist oder so oder äh, immer schlecht Laune haben muss oder so. Aber ich glaube, für mich war es zu dem Zeitpunkt einfach äh, genug und zu viel. Und ähm, dann hatte ich einfach eine Pause gebraucht. Ja, und das, da kamen ja auch deswegen auch keine Videos, ne, weil ich dann einfach die Motivation nicht hatte. Und ich hatte vielleicht nur kurz Motivation, aber ich hatte nicht diesen, naja, diesen, diesen Hintergrund, dass ich dann auch wirklich weitermachen möchte oder so. Und ähm, das Video kommt ja jetzt auch eigentlich nur wegen des Anlasses, also ähm, dass halt Saronic das Video hochgeladen hat und einfach, ich dachte, ja, könnte ich mal machen. Also, ja, das eigentlich dazu. Ich werde wahrscheinlich nicht weitermachen. Also, ich denke, einige haben ja gesagt, ja, jetzt kommt das Comeback und so. Aber ich glaube, das ist auch vollkommener Quatsch, weil ich habe ja auch ähm, seit über einem Jahr kein Minecraft gespielt, also ich kenne mich auch überhaupt nicht mehr aus. Vielleicht findet man sich schnell rein, was weiß ich. Aber das Problem, dass ich äh, kein, wir, keine wirkliche kreative Idee habe oder Ideen habe, Ideen, mehr als Plural hier, ähm, was man machen könnte, was mich reizen würde, zu produzieren, also woran ich äh, interessant sozusagen meine Fähigkeiten da einsetzen könnte, und was aber auch Zuschauer interessieren würde, weil ich glaube, es hat sich auch viel so verlagert, oder es gibt auch eher ein größeres Interesse am unterhaltenden Aspekt von Videos, also das heißt, oder halt ähm, die kürzer sind weniger Informationen mehr lachen am Ende ähm, und diese diesen Stil den ich halt oft mehr verfolgt habe mit dem äh, Sachen erklären oder Sachen zeigen was weiß ich der ist auch eher in den Hintergrund gerückt und ähm, ja genau und also ich habe ähm, ich habe jetzt in dem Sinne auch nicht mehr die den Anschluss, um irgendwelche Projekte ins Leben zu rufen oder sowas, die mich dann auch noch interessieren würden. Also das heißt, ähm, ja, ich glaube, da, da bin ich auch ein bisschen abgeschieden jetzt nach dem einem Jahr und noch ein paar Monaten. Das heißt, ähm, ich werde jetzt noch mal in den Kommentaren bestimmt Fragen beantworten. Ich garantiere wieder nichts. Das heißt, äh, ich bin erstmal froh, dass ich überhaupt das Video aufgenommen habe und den, das Zeug davor geschnitzelt habe. Ähm, ja, da habe ich mich noch mal kurz dran gesetzt. Ich erstaunlich, dass nicht alles verloren gegangen ist an Wissen, wie man Videos schneidet, bin ich auf jeden Fall überrascht. Ähm ja, ich nehme jetzt auch nicht an, dass das äh, zu viele Leute hier mitbekommen, dass ich überhaupt das Video hochgeladen habe, weil äh, ja ich schon eine ganze Weile nicht mehr aktiv war, ist natürlich verständlich. Also da urteile ich natürlich über niemanden, dass er irgendwie eine falsche Entscheidung getroffen hätte oder so. Ähm das heißt, ich denke, die meisten aktiven Leute sind jetzt auch weg inzwischen, weil die das einfach nicht interessiert hat. Und ich glaube auch, die, die allgemeine, allgemein, wofür man sich halt ähm, interessiert oder was interessant ist als Videos, ähm, das, das Bild hat sich auch stärker geändert. Also, das heißt, das, was ich vor einem Jahr gemacht habe, das wird zwangsweise nicht mehr interessant sein heute, heutzutage. Ja, das dazu. Aber ich werde halt äh, trotzdem versuchen, mal, glaube ich, äh, Kommentare zu beantworten oder sowas. Wird mal wieder interessant zu so sein, was äh, die paar Leute, die hier noch rumhängen, anscheinend zu sagen haben. Und ja, das wär's dann mal von mir. Also gab es wohl anscheinend doch mal ein ordentliches Abschlussvideo hier noch. Und ja. Anregungen und so in die Kommentare. Würde mich mal trotzdem interessieren, also. Ja, was ihr zu sagen habt, weil ich kann mir das auch nicht vorstellen, äh, was sich noch verändert hat. Ich habe ich hab auch praktisch auch keine Videos geschaut von anderen Leuten, muss man sagen. Also, ähm, ich hatte ja auch eine Menge Minecraft-Abonnements, äh, äh, also das heißt, ich habe andere Leute abonniert, die Minecraft gemacht haben. Und es, damit habe ich eigentlich auch aufgehört, die zu schauen, weil mich das dann insgesamt auch, ja, habe ich mich dann lösgelöst sozusagen. Das heißt, ähm... Ich bin einfach in eine andere Richtungen sozusagen gegangen und konnte mich hier von dem Minecraft YouTube-Kombi-Zeugs ähm, erstmal verabschieden und halt erstmal eine Pause machen. Ja, äh, ich denke, das wär's erstmal. Dann bedanke ich mich trotzdem für an die Leute oder ich bedanke mich bei den Leuten, die jetzt bis jetzt hierher zugehört haben. Und äh, ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass vor allem die ganzen Missverständnisse weg sind, weil das ist ja Quatsch, wenn dann die ganzen Leute schreiben, hier ist er tot oder so. Aber es ist natürlich auch mein Fehler, also sehe ich natürlich komplett ein, dass ich da daran schuld bin. Das heißt, die Leute, die das geschrieben haben, sind natürlich eigentlich weniger dran schuld. Das heißt, ich bin derjenige, der hier zu verachten ist. Ja, und dann wünsche ich euch erstmal einen schönen Tag. Und man schreibt sich vielleicht in den Kommentaren, ne? Gut. Macht's schön. Ciao.